sagen. Wobei denn? Dass wir eine einzige Mod rein für den Kreativ einfügen. Was ist, wenn sie Melina nicht runterladen kann? Weil dann Epic Games sagt, da gibt's doch gar nichts. Normalerweise zieht sie sich automatisch die Daten vom Server. Ja, aber es ist ja letztendlich ein Mod, der nur über einen Steam Workshop enthalten Hallo, ist. ihr beiden, wie Es ist geht's euch? mindestens ein Versuch, oder nicht? Ob es geht. Du siehst so gut Dann aus. musst du es halt morgen machen. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass wir jetzt rausgehen. Gut siehst du aus, Junge. Oh. Hallo. Was? Wie gut, dass ich gerade schwebe. Schatz. Was denn? Wer ist denn das? Das sind Hyänodon. Aua. Piss dich. Muss mal kurz gucken, wo ich Ja. mit ihm mich kurz absetze. Wie schnell sie sich auf einmal verkrümeln können, ja? Wo bist du? Ich sitze kurz. Schön, ich sitze Ja, auch. weil Wo bist warte, du jetzt? meinem auch. Ich sehe dich, ich sehe Weil, dich. Schatz, sonst hätte ich nämlich die Idee gehabt. Wegen meiner Baumod, weißt du? Damit würde ich Aber die. das ist aber auch wirklich die einzigste dann. Weil Ja, ich habe und auch dann, keine aber Lust, dass wir dann unseren Mod. wie ich ja gesagt habe, die einzigste und dann rein für den Kreativ. Weil mit dieser Mod kriege ich die Mauer drumherum nur hochgezogen. Weil da ist es nämlich automatisch implementiert, dass ich da die Fundamente übereinander setzen darf. Und Melina, warum müssen wir jetzt Dennis Zeug mitbringen, wenn er sowieso im Nö, ich Kreativ wollte einfach nur ist? eine kleine, ich wollte einfach nur eine kleine Hütte für mich bauen. Dann sag doch gleich, dass du das für dich mitgebracht hast. Ich doch vorhin, als du danach Nee, du gefragt hast hast. gesagt, du wolltest was für Scheik mitbringen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, dann baue ich mir eine kleine Hütte. Na, dann könnte ich hier nämlich auch Solo-Sachen hier vermeiden. Ich weiß zwar nicht, was sie tut, aber egal. Ich habe hier so Wo bin eine ich denn scheiß da? Ecke drin, weil ich es nicht so einwandfrei hinkriege. Wegen diesen ganzen Wo Unebenheiten. bist denn du jetzt, Melina? Oh. Warte. Ich sehe dich, Ein glaube ich. Freund Was hilft ist sich, denn wenn man da? Ist da Rückenschmerzen noch hat. ein Tag? Ich sehe dich, lass mich mal kurz mit neben dir landen. Einfach weiterlaufen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Seit wann freut man sich, wenn man Rückenschmerzen hat? Hä? Da, wenn du krank geschrieben werden willst. Weil da kam nämlich gerade eine Werbung, da hatte die eine Frau Rückenschmerzen, die hat sich so ultramäßig darauf gefreut. Lol. Ein Schubsosaurier. Ich Einfach, guck mal kurz es ist. bei dem Server rein, wo waren das mit dem Einstellen, Schatz? Mods und Fettis! Konfiguration, glaube ich. Ja, hier landen. Mods plus Workshop, ja. Ich guck mir das bloß erstmal an, wie ich das überhaupt mache. Warum soll ich jetzt hier laufen? Nein, landen. Leute, Warte ich mal weiß jetzt kurz, der einfach gar Tech keinen hat einen Spaß. Level ab. Achtung, Schlange neben dir. Warte. Scheiße, die falsche Dino angegriffen. Okay, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, sehe ich gerade. Ich müsste, so wie Fliegt ich einfach das in die Luft. verstehe, nur Mod-ID. die ID Ja, der aber ich weiß halt reingeben. nicht, ob Melina das dann, ob das Epic Games unterstützt. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich da so skeptisch bin. Ja, deswegen sage ich ja, kann man es ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, nehme ich es einfach wieder raus. Ist ja nicht das Problem. Yep. Oder du baust es erstmal so mit dem Mod auf und haust es dann raus. Aber ich weiß nicht, ob Wenn er ich es dann meinen nicht Mod kaputt macht. raushaue, ist alles, was ich gebaut habe, damit weg. Automatisch. Okay, muss herkommen. Ich brauche ein bisschen Wo bist denn du? Holz. Ist irgendjemand Immer noch da, gestorben? wo ich bin die ganze Zeit. Nein. Warum? Ich habe nur gerade einen grünen Strahl gesehen und habe gesehen, ja, es ist eigentlich ein Loot-Drop. So, Workshop, ich muss gerade bloß gucken, What ob Melina the mal hieß. fuck? Hier ist ja ein Wyvern. Das ist meiner. Ach so, das ist deiner. Dann kann ich ja mich jetzt mal hinplatzieren. What the fuck, das ist ja So, meine abonnierten Objekte will Wie ich das beantworten. gerade war. Das war geil. Bist du denn? Muss ich gerade gucken, wie die Ich bin jetzt hieß. bei Dennis. Oh.
Ach, der braucht nur eine Stunde. Nein, das wollte ich nicht. Ach man, das ist nervtötend, wenn er mir immer bloß 10 Dinge anzeigt. So, ich gehe ein bisschen jagen. Noch 11 Minuten. Hier, Schatz, das ist die, die ich meinte, die Martin gefallen würde, ne? Du brauchst bloß das erste Bild sehen, das reicht schon. Star Trek? Was für ein Look, Ralf. Ah, Star Trek. Stargate. So, jetzt müssen wir gerade bloß gucken. Galaxis! Hey, ich hatte das doch. Was ist das? Einfach nur die Galaxis! Because it's the Galaxis! Die Mauer sieht von weiter weg so klein aus. Weil sie es auch noch ist. Oh ja, stimmt. Ich sag dir so, wenn das mit der Mod funktioniert, hast du hinterher eine richtige Festungsmauer drumherum. Cool. Eine Festungsmauer ist geil. Vor allen Dingen, das Gemeine an der Mod ist, wenn die halt, ich hoffe, dass sie funktioniert. Ich kann damit quasi eine Burg bauen, aber die Burg hat dementsprechend Steinoptik, hat aber so die Haltbarkeit und Stabilität von Metall. Das war nice, Alter. Den habe ich gewonshottet. Ich bin wie das Kleine aussehen wird. Weil Geralt und Thea sind voll die absoluten Counterparts in ihren Farben. Aber Schatz, ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wie es aussieht mit der Mauer, wenn ich hier fertig bin, oder? Ja. Vor allen Dingen, weißt du, was das Gemeine ist? Für unsere Fußsaurier, Schatz. Bist du der Geilste? Ne, da kannst du ja kurz bei mir gucken, deswegen. Warte mal bitte. Ja, ich weiß, es war jetzt sehr interessant, ein sehr interessanter Übergang. Nee, für unsere ganzen Fußsaurier und alles wollte ich dieses Plateau hier oben noch nutzen. Oh Gott. Da werde ich auch eine Mauer drum ziehen und dann hier an der einen Kante werde ich einen Aufzug mit einbauen. Darf ich ein kleines Häuschen hier am See bauen? Meinst du den kleinen See da direkt an der Felskante? Mhm. So an und für sich, ja. Du musst mir quasi nur ein bisschen Platz lassen zu dem Rand hier, damit ich da dann, da läuft noch ein Rex rum. Wo? Warte, den Menina, hast du Narkosemittel dabei? Was? Ja, hab ich. Wieso? Oh, dann hast du uns den Zähm, ich hab Filets. So, ja, bin ich schon längst drauf dran. Eins, zwei und dritter Schuss. Sehr und der schön. Liegt. Dann hast du einen anderen. Ich sehe hier nämlich an der anderen Seite noch einen. Der hat ist rot-weiß mit schwarz. Sieht richtig cool aus. Also ein Scheiko. Der kommt gerade auf mich zu. Warte, nicht warte, töten hier. Nicht töten. Ich pack da jetzt. Bring jemand zu uns. Wozu? Ich habe ja selber ein Betäubungsgewehr bei. Achso, ja dann. Hey, Fernseher. So, Melina, pack mal bei dem hier Dings rein. Ich habe jetzt Filets reingedonnert. So. Das waren jetzt zwei Schuss. Jetzt rennt er. Hier ist ein Ankylosaurus, oder? Ja, hier ist ein Ankylosaurus. Er liegt. Bin auf dem Weg. Sehr seltsamen Posi. Kann einer herkommen? Wenn ich wüsste, wo. Genau die andere Seite wahrscheinlich. Du müsstest mich hier hinten schweben sehen. Ich sehe dich da. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich schweben, aber es war ein Fleck auf meinem Laptop. Ich sehe da hinten jedenfalls jemanden laufen. Das gerade bin in Richtung des Stegos. Ja, das bin ich, aber wo bist du? So, Amy, komm auf meine Schulter. Hunden! Okay, Melina hat mich schon gefunden. Du siehst, was ich meinte mit, er liegt ein bisschen komisch. Melina? Ich habe nicht geguckt. Er müsste eigentlich, wenn jetzt die Schwerkraft funktionieren würde, runterfallen. Was soll der Blödsinn? Rex, alles gut mit dir? Welches Level ist der eigentlich? Ich hab gar nicht geguckt. Eins. Okay. Und es ist ein Weibchen. Können wir zur Zucht gehen. Das heißt, aber andere Männchen. Aber die Färbung ist einfach nur genial, oder? Schön, oder? Was ich geh kurz zum anderen wieder zurück. Melina, bei dem anderen bleibst du bei dem und ich gehe zum anderen. Hier läuft noch eine Knutschkugel rum. Bei was hast du gesagt? Knutschkugel. Ich werde über den Namen einfach nicht fertig, wie du die nennst. Knutschkugel. Es ist einfach nur ein fett gewordener Dino, mehr nicht. Ja, ein
Jetzt bin ich bloß am Überlegen, wie ich das jetzt mit der Mod dann halt mache, ne? Ansonsten würde ich jetzt definitiv erstmal warten, bis ihr hier mit dem Zählen fertig seid. Ich sag mal, die Mauer, die ich jetzt gebaut habe, hinterher wegzureißen, ist das geringste Problem. Deswegen, ich werde es einfach mal probieren. Hoffen wir einfach nur mal, dass die ID, dass das alles funktioniert. Wie war das nochmal mit der ID-Shirt? Die findest du meist in der Beschreibung drin. Ach stimmt, die stand irgendwo weiter unten, ne? Die stand teilweise im Dings. Da ist er ja wieder. Jo, schöne Grüße von Kai. Die haben sich verquatscht, Dennis. Die haben sich verquatscht, das ist das Problem. Haben wir auch, gebe ich auch zu. Aber erstmal habe ich von Danilo gerade eine geile Nachricht gekriegt, Dennis. Oha, jetzt kommt. Ein Bild von einer WhatsApp-Nachricht. Oh Gott. Bro, ich sitze hier gerade im Unterricht und wir schreiben einen Vokabulartest. Weißt du, was Bürgermeister heißt auf Englisch? Antwort: Burger King. Au. Aua. Burger King. Aber ganz ehrlich, so viel Zeit, wie der sich für das Schreiben genommen hat, hätte er einfach nach googeln können. Ja, aber ohne Witz. Aber ich fand's gut, Alter. Was heißt Bürgermeister auf Englisch? Burger King. Ist er nicht Donut? Ja, Major, also Bürgermeister, in dem Sinne Major. Hm? So, nee. Und Martin, wir werden eine Sache mal ausprobieren. Welche? Hä? Eine Mod. What the fuck ist hier passiert? Was? Wie bitte? Ja. Allerdings rein für den Kreativ. Kann ich mir erklären, was hier passiert? Bin... Nein. Schade. Was ist denn da los, Melina? Sondern die Mod, die ich immer zum Bauen benutze. Melina macht den Server kaputt. Guck mal. Diese schweben Sachen. Mod-Ding da, was du meinst? Ja, weil ich habe hier. Das Blöde ist bei deinem Standardzeug ist halt, du kannst Fundamente nicht übereinander setzen. Das macht mir gerade durch das. Ach so, der heilige fliegende Busch! Das habe ich bei dem anderen Ding automatisch mit drin. Ich weiß allerdings nicht, wenn du das jetzt baust und den Mod dann wieder rausnimmst, ob dann alles zusammenbricht. Das weiß ich jetzt nicht. Deswegen sage ich ja rein für den Kreativ. Ich lasse den Mod aktiv, nutze ihn aber nur im Kreativ. Oh. Ach so, ja, gut, okay. Ich guck mir ich hab halt hier echt gerade Probleme wegen diesem scheißhügeligen Gelände, das ausgeglichen zu kriegen, weil ich will eigentlich bei dem neuen Gebiet hier eine Mauer rumziehen. Mhm. Das kannst du aber echt vergessen. Ich hab keine anderen drinne und so weiß ich was alles für eine Scheiße. Ihr anderen braucht es nicht. Dennis, kannst du mal bitte kurz meine Bildschirmübertragung aufmachen? Da siehst du, was ich dann demnächst bei TPF2 mal vorhabe. TP was? TPF2. Ein Profi war. Achso. Moment. So ein Scheiß. Aber Dennis, pass auf, das könnte vielleicht zu erregend werden für Martin. Du hast Langeweile, Martin. Sag dir doch, zu erregend für Martin. Ich hab nämlich gerade geguckt, wie man das macht, Dennis. Und? Zeig dir nur ein Bild. So sah es vorher aus, Dennis. Oh Gott. Er hat einfach nur den Bahnhof gesetzt, die Schienen verlegt schon, die Straßen vorbereitet und dann sieht die Stadt auf einmal so aus. Weil die baut sich ja nach und nach aus. Ja, das ist klar. Hast du noch Betäubungsmunition? Ich? Ja. Ja, reichlich. Warum? Willst du mir gleich abgeben? Für die Flinte? Warum? Weil ich gerade keine mehr habe und ein Spino hier ist, ein wunderschöner roter. Zeig mir, wo du bist und ich erschieße ihn für dich. Okay, ich bin... Wir müssen, wenn es... Aber Melina, bei Niro bin eins ich musst du mir versprechen. Was denn? Wenn du diesen... wenn dieser Spino weiblich ist, muss er Melina heißen. Wieso? Aus Gründe. Okay. Aber seid mir nicht böse, ich guck mir hier mein Video noch zu Ende und bin dann auch heute verschwunden. Ich bin hundemüde. Mach ganz in Ruhe. Alles klar. Dann tschüss, Jungs. Und Mädels. Ich folge dir mal, Melina.
Denkt an den anderen,